dreht sich gerade mit Ray Fiennes und Kate Winslet, der Vorleser. Herzlich willkommen, Caroline Herford. Männer müssen stark sein und dürfen keine Fehler machen, heißt es. Aber wir lieben sie auch, wenn sie versagen und wenn sie schwach sind. Drei grandiose Hauptdarsteller zeigen uns die andere Seite der Männlichkeit. Da begleiten wir einen verzweifelten Witwer auf seiner letzten Reise in ein fernes, fremdes Land. Da ist ein stiller Polizist, der Opfer häuslicher Gewalt wird. Da begegnen wir einem spröden Studienrat, dem seine Ehe entgleitet. Es ist der Kunst dieser drei Darsteller zu verdanken, dass wir in diesen unscheinbaren Figuren auf den zweiten Blick eine zutiefst berührende emotionale Kraft entdecken. Am Anfang sind sie uns ziemlich fremd und am Ende sind wir ganz, ganz nah bei ihnen. Und darin zeigt sich das Können von drei wunderbaren Schauspielern, nominiert für die beste männliche Hauptrolle sind. Dieser Satz, lebe jeden Tag so, als ob es der letzte wäre, so ein Schmarrn. Komm, du faule Urschel. Toni, wo bist du? Die Erinnerung an sie, die ist hier drin, aber wenn ich einmal nicht mehr bin, müssen dann die Trudel. Ich glaube, ich habe der Mama das weggenommen, was ihr am wichtigsten war. Ich wollte, das könnte ich wieder gut machen, aber das kann ich nie wieder gut machen. Da, Trudel, das ist für dich. Jetzt red doch mit mir. Anne, bitte. Tut mir leid, Anne. Ich hab's nicht so gemeint. Oh. Erzähl denen doch mal, wie es bei dir zu Hause so ist. Papa, wir packen das nicht mehr. Lass uns die Kinder anrufen, ja? Nimm die Hand runter. Du sollst die Hand runternehmen! Jetzt reiß dich doch mal zusammen. Ich hab keinen Grund, mich zusammenzureißen. Doch. Mich. Ich bin's. Klaus. Dieser Klaus Buch, der nervt. Aber er erzählt lustige Geschichten. Ist alles erfunden. Hey, pass auf, Hell. Den trinke ich nicht von früher. Der will jemanden aus mir machen, der ich nicht bin. Ich träume von einem anderen Leben. Na, endlich. Ah! Helmut. War sie auch? Ja, natürlich. Unendlich. Okay, Entschuldigung. Die Lola für die beste männliche Hauptrolle geht an Elmar Wepper. Einmal bleibt mir ein bisschen die Stimme weg, weil so eine Reaktion ist, weiß nicht, wie ich es kommentieren soll. Ich bin richtig ergriffen. Ich bedanke mich. Ich habe vorhin auch zu meiner Frau gesagt, das sage ich immer zu den Journalisten, dass eine meiner wenigen Stärken die Gelassenheit ist und im Moment habe ich überhaupt nichts davon. Aber ich möchte mich natürlich bedanken. Ich sage mal ganz pauschal an dieses wunderbare Team, an alle, die an dem Film Kirschblüten mitgewirkt haben, an Molly von Fürstenberg, an den Harry Kügler, an eine Schauspielertruppe, die ganz großartig war. Es war Freude pur, mit denen zusammenzuarbeiten. Wir waren ja auch eine richtige kleine Familie zusammengeschweißt. Wir sind da in Tokio wie ein kleines Häuflein der Aufrechten jeden Tag losgezogen.
Und der Doris Dörje, liebe Doris, das weißt du, dir gehört mein Dank und mein Herz. Dass du mich für diese Rolle irgendwie ausgesucht hast, das ist ja nun auch nicht normal, sage ich mal. Und so eine Rolle wie den Rudi, den kriegt man wirklich vielleicht nur einmal im Leben. Der Rudi als Figur jetzt im Film, der würde vielleicht sagen, die Lola ist ja letztendlich auch bloß ein Preis. Aber da hat er natürlich überhaupt nicht recht, weil er hat keine Ahnung vom Kino. Ich weiß, das ist das Besondere vom Besonderen und ich bin einfach glücklich und ich sage Danke. Ich glaube, alle sind glücklich. Alle. Mein Wunsch ist jetzt schon in Erfüllung gegangen. Finde ich gut.